Ja, herzlich willkommen. Ich darf euch mal wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Spiel eigentlich, was ich mal angefangen habe, ein bisschen zu spielen. Und zwar nennt sich dieses Spiel mal Boom Beach. Und ja, ich habe das so ungefähr vor einer Woche angefangen mal zu spielen. Fürs Handy ist das Game natürlich zum Runterladen, ist genau wie Clash of Clans, also von demselben machen wie Clash of Clans, und zwar von Supercell. Und ja, mich hat das eigentlich gleich mal so überzeugt, ich habe es eigentlich schon früher spielen wollen, nur da hat es mich nicht so überzeugt, beziehungsweise da habe ich nicht wirklich so Bock gehabt, noch mehr Spiele zu spielen. Und jetzt habe ich es halt nebenbei von Clash of Clans einfach mal angefangen und bis jetzt bockt es eigentlich. Also ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut, also vielleicht ist es ja für einen von euch da draußen ja auch etwas Cooles, also das weiß ich nicht, aber ja, anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Tutorial-mäßig da heute mal durchgehen. Also es wird ein bisschen was erklärt, so gut, was ich jetzt schon weiß. Also ich bin noch nicht weit, man sieht es, Level 13. Ich bin da noch ziemlich am Anfang. Und ja, ich habe gesehen, wenn ich da jetzt gucke, nein, Infos. Genau, sind die, verbessern Goldlager auf 5, kann ich das hier schon... Ja, genau. Puh, 20.000 Holz. Das dauert ein bisschen. Genau, Top-User. Da gibt es Leute. Ich glaube, mit Level 63 ist da das Ranking. Und bei 63 hört es eigentlich auf. Also, wenn ich da jetzt mal schaue, ich besuche mal da einen Level 63er. Ja, puh. Der hat da schon viel. Also, Truppenschaden 13%, Kanonenboot, Energie. Also, puh. Es ist da schon viel über. Also ich habe da, glaube ich, noch einiges vor. Also wenn man sich da etwas anschaut bei anderen, also puh. Habe ich noch was zu tun. So, gehen wir auf jeden Fall mal zurück. Und man sieht ja, mein Dorf ist noch nicht sehr weit, aber ich bin gerade eigentlich ziemlich gut. Ich schaue, dass ich... Ich habe gerade mein Rathaus auf Level 5 gebracht und da gucke ich gerade, dass ich mal alles auf Maximum level und ein bisschen Gold auch noch einsammeln. Mein Gold. Es ist irgendwie total nervig, aber mein Gold ist immer voll. Es ist unglaublich, mein Gold ist wirklich immer voll. So, wir haben jetzt auf jeden Fall 11... da können wir sogar noch verbessern, genau, das möchte ich gleich machen. 17.000. Mein Gold war jetzt immer nur voll und ich habe es nicht wegbekommen. So, oder... Da Nachrichten... Nee, sonst gibt es da nichts. Genau, was können wir denn da noch verbessern? So, Kanone, 5.000. Ich wollte eigentlich... Das Sägewerk kann ich nicht mehr, gell? Das habe ich jetzt schon gemacht, genau, richtig. Und das Holzlager ist eigentlich jetzt auch schon voll. Auf Level 4 verbessern. Genau, die Kanonentürme, die Schützentürme. Ich schaue da, genau, das wollte ich machen, das Radar eigentlich. Oder nee, das habe ich sogar schon gemacht. Aha. Ja. Das Radar brauchen wir nämlich für die Karte, um... unsere Gegner zu finden oder hier noch freizuschalten, irgendwelche versteckten Gebiete, die ich noch nicht weiß, ob ich die jetzt machen soll oder... Ja, jetzt, weil jetzt, wo ich mein Rathaus gelevelt habe, kann ich mein Geld dafür wieder für Forschung ausgeben, aber vorhin, da war ganze Zeit voll, bei 45.000 ist das Gold angestanden. Das war schon ein bisschen nervig, keine Ahnung, ich erkunde das da jetzt einfach mal. Oh, das ist gut, so eine Produktion pro Stunde, dieses... das ist gut, ich glaube, das gewinne ich sogar. Ich glaube, wenn ich da mal angreife... Wir probieren das jetzt. Angriff nicht möglich. Inselbesitz ist on... Ah. Hä? Hä? Da ist ein Inselbesitzer online. Bäh. Oh, den da, genau. Ja, der hat zu viel. Neuer Gegner. Der ist zu stark. Ich habe mich da heute schon ein bisschen umgeguckt. Das sind wirklich zum Teil starke Gegner. Ich erkundige mich jetzt einmal. Ich weiß nicht, vielleicht den Angriff. Die Schützentürme machen ziemlich Schaden. Nein, nicht Angriff. Oh, weg. So. Ja, die ganze Karte nochmal im Überblick. Ich habe da eigentlich so kleine Dörfer, habe ich schon. Befreites Dorf, 33 Gold pro Stunde. Ich habe da schon ziemlich viel zerstört. Da habe ich sogar schon ein kleines Dörfchen eingenommen. Das war ziemlich easy. Ja, da wartet dann... Hammermanns Hauptquartier, puh, das gibt viel Gold und Holz, was ich eigentlich bräuchte, aber das ist wirklich zu schwer. Und da könnte ich eigentlich theoretisch wieder einen neuen Gegner anfordern.
Da wirklich, ich möchte wirklich einen neuen Gegner. Achso, oh, habe ich jetzt schon? Okay, erkunden. Level 10. Die haben sich alle so gut zugebaut. Ich suche doch ein. Aber es gibt viele Belohnungen. Ja, meine, ich habe nicht so viele verfügbare Truppen, also. Das ist da schon ein bisschen. Kritisch. Ich muss mal gucken, ob ich da was schaffe. Was ist denn da mit dem Elfer? Der gibt viel Gold, ich will aber kein Gold, ich will Holz. Was ist da noch? Ah ja, genau, das habe ich ja versucht da hinten, aber dieser Raketenwerfer, der ist wirklich so gemein. Aber der Raketenwerfer geht wirklich mega weit. Ich probiere das jetzt einfach mal. So, wir haben ja immer Kanonen da auch noch zur Auswahl. Dann noch so Fackelsignale, wo wir die Truppen irgendwo hinschicken können, hält aber auch nur kurz. Und natürlich der Verbandskasten, der heilt uns natürlich ein paar Truppen. Das weiß ich nicht. So, der Turm wäre natürlich gleich kaputt. So, und natürlich teile ich da mal unsere Truppen ein bisschen auf. Ja, man sieht schon. Wir werden da richtig befeuert. So, und los, und los. Komm schon, nützt sich das was mit dem Geschütz? Nein, wir gehen eigentlich total drauf. Ah, es sind nur noch zwei übrig. Obwohl, bekommen die diesen Turm... Das Geschütz... Ah, es trifft den einen. Oh ja, es trifft den einen ziemlich. Ah. Das ist doch noch ein bisschen die Herausforderung. Oh, da sind sogar noch zwei. Ja, Rückzug. Probieren wir es bestätigen. Ach so. Der hätte eh noch gelebt, der Große. Das hätte eh keinen Sinn gehabt. Ich muss mir da noch echt was anderes überlegen. Es ist echt eine Herausforderung für sich. Ich meine, ich könnte auch die Boote leveln, aber hm. Ich bin noch am Schauen. Was bekomme ich denn da? Bekomme ich da eigentlich noch an? Nee, Truppen wechseln nicht. Genau, da kann ich eigentlich das Kanonenboot noch verbessern. Gut, dann werde ich eigentlich... Ja, jetzt habe ich nicht mehr genug Gold für die Lady da. So ein Turm könnte ich auch leveln. Oder... ich weiß es nicht. Das Kanonenboot kann ich aber auch leveln. 10.000, 3 Stunden. Ich glaube, das machen wir. Vom Kanonenboot habe ich doch einiges mehr. Oh, so jetzt hätte ich sogar noch Gold, um was anderes freizuschalten. Ach, erkunden wir einfach mal das kleine Stück. Ah, da sind nur noch Gegner. Erkunden. Der ist jetzt aber nicht mal so stark, aber hat auch ziemlich wenig. Das muss ich jetzt schon mal echt sagen. Der ist jetzt nicht so stark, aber er hat echt wenig Beute. Eigentlich schade, dass ich gerade meine Truppen am Machen bin. Ich guck auch noch da einmal. Was hätten wir denn da noch im... Ja, der ist ja auch... Der hat sich, der hat es gut gemacht. Hauptquartier weit weg vom Strand. Also da muss man schon einiges durchgehen. Da, so eine kleine Nicht vom Spieler. Ja, der hat ja auch so wenig. Aber eigentlich ist mir das ja egal. Den hätte ich auch schaffen können. Diese Raketenwerfer nur vor diesem anderen Hauptquartier, da vor dem Holzlager, das ist schon hardcore. So, erkunden da. Das wäre interessant, wenn ich das schaffe. Wie schaut es denn aus gerade bei uns? Mit den Truppen, die dauern ja wieder ewig. Mach mal ganz schnell fertig. So, sind's fertig. Gut, dann probieren wir es jetzt, oder? Ich hätte mal gesagt, was ist, wenn ich angreife? Die Inselbesitzer ist online. Was für ein Inselbesitzer ist da bitte online? Ach, und jetzt kann ich noch nicht mal einen anderen Gegner noch auswählen. Jetzt habe ich fast alle durch eigentlich, oder?
Der GM, der ist ja auch Level 3. Genau, den haben wir ja gerade geguckt. Da habe ich ja gesagt, du zum Kotzen. Obwohl, was? Genau, das da noch erkunden. Ja, den können wir sich holen. Der hat... Der ist jetzt nicht so anstrengend. Wow, den habe ich sogar gleich so zerstört. So, dann gehen wir einfach mal mit dem davor, mit dem stärkeren, die Soldaten auf der Seite. Und wir warten, bis der kurz davor ist, dann holen wir die Raketenwerfer noch da. Noch sieht's gut aus. Noch sieht es gut aus. Gut, wir holen uns jetzt noch das Minenwerfergeschütz. Und dann hat sich das eigentlich erledigt. Dann haben wir eigentlich den... Ja, die Ressourcen können sich die Leute auch noch holen. Ja. Die Raketenwerfer machen eigentlich den Rest. So funktioniert das eigentlich. So kann man davon irgendwas anfangen. Das Dorf ist befreit. Na, da gibt es ein bisschen Gold. Und ein bisschen Holz. Na gut, dann hätte ich wenigstens einmal etwas geschafft heute. Nur den Rest schaffe ich nicht. So, was ist mit dem da? Den Level 9. Ich glaube, den habe ich auch noch vorhin gerade gesagt. Ja, genau, den habe ich auch noch gesagt. So, den holen wir sich jetzt auch noch. Ich schicke einfach mal den davor. So, wie machen wir das jetzt am besten? Kommt schon, dann geht die Hälfte da drüben einfach mal auf den hin. So, und wir gehen mittig, mittig, mittig. Genau, das Minengeschütz kann uns gar nichts mehr tun. Genau. Das Minengeschütz ist aufgeflogen und es wird sowieso gerade erledigt. So, alle gehen jetzt nur noch auf das Hauptgebäude. Ja, und eigentlich macht mir das Game, also es ist für unterwegs, ist das auf jeden Fall mal was. Es macht auf jeden Fall ein bisschen Bock und Laune, also kann ich empfehlen auf jeden Fall. Vor allem, es gibt noch viel zu tun. Auch wenn Level 63 jetzt so wenig, nach sich so wenig eigentlich anhört, es ist doch noch einiges, was da vor einem einfach mal nur so. Ja, was einem da vor. Ja, man hat auf jeden Fall viel zu tun. Fallen mir gar nicht die richtigen Worte halt an. Man hat auf jeden Fall viel zu tun. Bis man da erstmal oben ist. So, Erfolg freigeschaltet. Nice, Eroberer. Achso, ne, will ich eh nicht davor angucken. Aber ich kann mir Belohnung abholen. 10 Diamanten. Oder gibt's wieder Gold und Holz? So, ein Soldat. Zwei Soldaten sind sogar draufgegangen. Na gut, welches Dorf könnten wir denn jetzt noch... War das eher ein Gegner, oder? Genau, der Level 9er Gegner war das. Was ist denn da jetzt noch? Den haben wir ja eh schon ein paar Mal gesehen. Den da habe ich mir noch gar nicht jetzt angeguckt, oder? Oh ja, ich glaube, da habe ich auch gesagt, der ist so richtig gemein. Diese Schützentürme, die sind wirklich so lästig. Er hat das gut gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich es probieren soll mit Angreifen. Den Raketenwerfer wüsste ich gar nicht, was ich dazu erst. Ich glaube, den hintrinken. Ja, tragisch. Naja, der wird dann sterben und dann einfach voll rein. Ich warte noch kurz da, bis meine zwei Soldaten fertig sind. Ach, ein Juwel. Das ist mir eigentlich egal. So, den da haben wir gesagt, gell? Oh nein, das war er auch nicht, aber den gucke ich mir gerne nochmal an. Ja, genau, der hat seine Base da hinten und der hat sogar schon solche Kanonen, so Kanone und. Ach, was ist denn das da? Götze. Der hat sogar so einen Götzen. Erkunden. So, der hat aber 18.000 Gold und wenigstens viel Holz. 11.000 Holz. Ach, probieren wir's. Wird schon irgendwie schief gehen. So, wo schießt man die Kanone? Auf den hinteren Bogenschützenturm, hätte ich gesagt, weil der... Der macht richtig Aua.
So, dann hätte ich gesagt, ja, eigentlich alle so ungefähr von einer Seite. Warten wir noch. Ja, das war ein bisschen ein Fehler. Die laufen jetzt auch alle in die Minen rein. Komm schon, kommt schon, kommt schon. Ja, ja, Heilung, Heilung für unseren Rambo-Spezialisten. Oh, ja, der Bogenschützenturm da hinten, der erlegt uns gerade ein bisschen. Okay, Rückzug, glaube ich. Oder? Oh, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Komm schon, könnten die das schaffen? Nein, die schaffen das nicht. Das Geschütz steht ihnen im Weg. Oder nein, sag jetzt nicht, deine schafft's. Nein, der wird auch bestätigt, verdammt. Nein, er schafft's. Los, wir haben 2 Minuten Zeit. Das schafft er. Der macht genug Schaden. Jawoll. Ja, natürlich kann man so auch einen Kampf gewinnen. Alter, der... Verdammt, da kriege ich jetzt richtig viel Kohle. Geil, 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 geil ist das. Alter, da gibt's jetzt Kohle. Alter, wenn ich da jetzt fertig bin... 2 Minuten, easy Zeit. Easy Zeit. Geht sich locker aus. Ja, natürlich wird es jetzt ein bisschen dauern. Das ist auf jeden Fall drinnen. Dass das Ganze jetzt einfach mal dauert. Aber immerhin, es geht eigentlich voran. Kann ich nichts sagen jetzt dagegen. Er schafft das. 1 Minute. Und er wird nicht mal mehr bestätigt. Boah, das war... Zum Glück habe ich noch... Ich dumm, müsste bestätigt. Jetzt muss ich auf Rückzug gehen. Wow. Nee, also das schaut er jetzt eigentlich richtig. Der Gegner, glaube ich. Schätze ich mal. Ist doch was. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein Schuss noch, oder? Nein, noch einer. Jawoll. Ja, für die Basis hat sich natürlich erledigt. Sieg. Wow, da haben wir jetzt abgestoppt. Später möchte ich das beurteilen. Jetzt haben wir sogar wieder genug Gold, um da was freizuschalten. Wir haben einen Tiefseegraben mit vielversprechenden Sonarsignal gefunden, das weist auf Schätze hin. Tippe auf die Boje, um einen Blick auf sie zu werfen. Da gibt es sogar eine Kiste mit 7 Diamanten. So, eine Boje. Was ist denn das jetzt Cooles? Ah, tauchen. Was taucht zur Tauchtiefe? Das kostet so viel. 245.000 54.000. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sich das Geld lohnt. Da kann ich jetzt mal mein ganzes Gold reinschmeißen. Nice. Cool. Und wer ist das jetzt wieder da? Der Explosive oder war... Ne, der war ja eh schon. Nein, das ist neu. Steinlager. Ah ja, ich glaube, da muss ich ihn... Naja, gucken wir noch. Flammenwerfer ist da schon wieder so hässlich. Gehe ich mal zurück wieder in mein Dörfchen. Dann fahren wir dort mal wieder ab. So. Ich mache mir mal wieder einen von diesen Soldaten. Und dann nochmal ein paar Raketenwerferinnen und ein paar Fußsoldaten. Naja, nice. Jetzt habe ich eigentlich auch genug Holz wieder mit so 16.000 Holz. Da kann ich mir dann eigentlich schon wieder da den Schützenturm einmal verbessern, oder was kann ich denn da noch verbessern? Das ist ja auch schon Max-Level. Da warte ich auch nur noch auf 17.000 Gold. Die Kanone könnte ich eigentlich verbessern. Das Maschinengewehr oder... Genau, genau, das Goldlager.
20.000, da muss ich doch noch ein bisschen sparen. Ein bisschen, liebe Leute. Ein bisschen, bisschen. Aber sonst, im Arsenal kann man ja alles leveln. Da habe ich jetzt eigentlich schon wieder alles gelevelt, was soweit geht. Bis auf unsere Raketenwerferinnen. Aber ansonsten, man sieht eh, da gibt es noch richtig geile Sachen. Hauptquartier Level. Was ist denn das? Der Panzer. Ausbildungsdruck nach 1000. Auf den freue ich mich schon. Also das Game macht ja auf eine gewisse Art und Weise schon Bock. Na gut, ja. Genau, Bäume kann man ja auch da ausgraben für Gold und dann kann man da ein bisschen Holz farmen. Eigentlich habe ich schon alle ausgerissen und bei mir geht es da eigentlich gar nicht derzeit weiter. Steine kann ich erst mit Hauptbody Level 6. Genau, wenn ich hier das Steinlager als nächstes habe. Genau, Level 6. Und dann geht es bei mir auch schon mit einer Kanone. Gut gegen schwierige Ziele und dann nochmal ein Maschinengewehr, nochmal ein Boot und nochmal drei Minen. Okay, das heißt, ich werde mich dann heute noch dahinter setzen, das Kanonenboot leveln noch. Also, das, ja, sobald das fertig ist, dann noch ein Landungsboot einfach mal leveln, dass die auch noch hochkommen und aber dennoch auf das Goldlager sparen, damit ich dann nach ein paar Tagen dann noch einen Tauchgang machen kann, weil das ist ja wirklich billig, 12.000 Holz für 54.000 Gold und das in 14 Stunden, nice. 9.000 Gold, das kann ich... Ja, kaufen wir. Was ist denn da jetzt? Sekunden. Der ist einfach. Oh, der ist richtig einfach. Den hole ich mir dann heute auch noch. Der wird cool. Habe ich jetzt... Oder habe ich jetzt noch da irgendwas? Meine Diamanten spare ich jetzt, bis die fertig sind. Oder wollen wir... Ach, egal. So, angreifen. Da gehen wir schon voll auf die hinzu. Ja, das sagen die mal wieder nichts. So, den dritten Minenwerfer. Ja, der ist ja da eh gleich weg. Ja, das war's. Dreierpfiff. Einfach. Die Raketenwerfer sind schon cool. Die machen echt so viel weg. Ist einer gestorben? Kein einziger. Da kann man gleich nochmal Angriff gucken. Oder habe ich jetzt so viel Gold? Nee, nicht mehr. Aber ich habe ziemlich viel schon freigeräumt. Oder den da jetzt. Genau. Oh, den haben wir ja auch freigeräumt, den Explosiv. So, dann holen wir sich den jetzt auch noch. Was ich aber machen muss, ist den Flammenwerfer wegräumen. Der Flammenwerfer ist so böse. Der Flammenwerfer hat es einfach nur richtig drauf. So, sobald die den Turm kaputt gemacht haben, können wir ein Signal setzen und nach hinten. Und dann laufen sie auch schon direkt in eine Heilung hinein und ja, heilen sich schon hoch. Oh, nein, meine Raketenwerfer. Nein, die werden getroffen. Nein, meine schönen Raketenwerfer, aber jetzt ist das so Reichweite. Mann, aber genau die, die am teuersten sind. Voll uncool und unfair. Ein Minenlager. Bin ich auch noch gespannt, wann ich das bekomme. Also, Steinbruch. Ja, Minenlager. Ha. Nee, Steinbruch. Bin ich gespannt. Also gut, das ist eigentlich jetzt mein letzter Kampf schon für diese Folge. Also wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, Links sind eh in der Beschreibung, wenn ihr euch das Spiel auch holen wollt. Kein Problem. Und jetzt warten wir eigentlich noch, bis das Hauptquartier da zerstört ist. Und dann war es das auch mal wieder für eine spannende und ich hoffe auch lehrreiche Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust und Laune auf das Spiel machen. Ich hoffe, ich komme in dieses Spiel auf jeden Fall noch sehr weit voran. Ach, das dauert lange. Mit den Raketen wäre weiter schnell gegangen. Aber die geben sich alle Mühe, unsere Soldaten. Sie verschießen alle ihre letzten Schuss. Komm schon, Millimeter. Na, geht doch. Und natürlich haben wir wieder ein paar Dorfbewohner befreit. Ja, natürlich bin ich halt viel draufgegangen. Aber immerhin Holz.
Schon bald wieder 20.000. Also gut. Ja, eigentlich, dann kann ich ja, warte mal, Goldlager. Ach! Bis das Boot fertig ist, kann ich hier nochmal Sägewerk abernten und dann kann ich mir das Goldlager schon leisten auf Level 5. Gut, danke fürs Zuschauen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Boom Beach, das war's auf jeden Fall. Und reingehauen, liebe Leute.